Hallo an dieser Stelle auch aus meiner Perspektive und moin in die Runde. Mein Name ist Ben Winterburg, ich komme aus Hamburg und führe Sie durch die nächsten Minuten. Ich würde einmal auf einen Fokus eingehen, nämlich was ist die Employee Experience Plattform? Ist in vieler Munde, wenn nicht sogar in aller Munde, gefolgt von Viva Connections und Topics. Lassen Sie mich einmal gemeinsam mit Ihnen die Employee Experience Plattform als Begrifflichkeit einordnen. Der digitale Arbeitsplatz hat sich sicherlich stets neu entwickelt, aber gerade auch in den letzten Jahren besonders, wie wir aus unserer Perspektive empfinden, nicht nur wegen den pandemischen Auswirkungen, wir reden jetzt halt auch viel über hybride Arbeitsmethoden, also wo arbeiten wir und wie, ist, glaube ich, inzwischen relativ klar geworden, weil das so ein täglich Brot geworden ist. Vielleicht kommen jetzt neue Themen dazu in diese Überlegung eines Unternehmens, was wir für eine Benutzererfahrung für den digitalen Arbeitsplatz erreichen wollen. Vielleicht geht es nicht immer nur noch um den Gehaltscheck, vielleicht geht es auch mal um Flexibilität, ja, menschliche Beziehungen, vielleicht auch Sinnhaftigkeit von dem, was ich tue, täglich mit dem, was ich ins Unternehmen einbringe. Und lassen Sie uns das einmal kurz bewerten und dann können wir relativ gut dieses Toolset von Microsoft da anschließend betrachten, wie das dann letztendlich darauf einzahlt. Eine Bitte habe ich noch an der Stelle oder wir vielmehr. Wenn wir ausführen, dann hat es nichts mit höher, weiter, schneller, effizienter zu tun, sondern eher um verbundener, angenehmer, flexibler, sich an einer Kultur angeschlossen fühlen für eine engagierte Belegschaft von Mitarbeitenden und dessen Führungskräften vor allen Dingen. Und das zahlt letztendlich auf diese Begrifflichkeit Employee Experience Plattform ein, die letztendlich nicht nur aus Technik oder Unternehmenseinheiten besteht, sondern generell ist das erstmal eine Einbindungsebene. So können wir es betrachten fachlich. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns mal etwas anschauen, wie die Kultur und die Kommunikation, dann ist da natürlich sicherlich auch ein technisches System dahinter, wie zum Beispiel Microsoft SharePoint im Scope vom Intranet. Wer zahlt darauf ein? Wahrscheinlich die interne Unternehmenskommunikation, vielleicht auch die Personalabteilung in dieser Art. Und schon haben wir ein Gerüst aus einer Plattform von Technik, Personen und Organisationseinheiten, die darauf einzahlen. Und das idealerweise zugeschnitten auf den Mitarbeitenden. Ja. Wir wollen mit dieser Begrifflichkeit und in dieser Einbindungsebene den Mitarbeiter ins Zentrum stellen. Dazu gehören natürlich auch sicherlich Prozesse, die können unterschiedlich gelagert sein. Ich habe Vertriebsprozesse zu gestalten. Ich bin vielleicht in einer Produktionsstätte am Band tätig und möchte etwas tun. Ich bin Lagerist und möchte einen Schaden melden. Das sind alles Prozesse. Und ja, wahrscheinlich ist die Brille des jeden Einzelnen unterschiedlich. Was für Prozesse muss ich bedienen? Das heißt, schon mal vorweg kann ich Ihnen sagen, wir reden auch von zielgruppenorientierter Zuschneidung dieser Erfahrung. Das heißt, ne, es ist nicht eine Experience, sondern es ist auf die Zielgruppe zugeschnitten und auf die Rollen vor allen Dingen bezogen auf Arbeitsort, Department etc. pp. Mein anderes Beispiel, persönlich in Weiterentwicklung. Ich denke, da haben Sie alle auch Systeme heute schon im Einsatz, die typischen Learning Management Systems, wie man vielleicht auch das Onboarding gestaltet von neuen Mitarbeitenden. Das befindet sich alles unter Weiterentwicklung. Wir aber auch wissen, wenn ich dann integriert bin ins Unternehmen und möchte Wissen auffindbar machen, möchte aber auch vielleicht eine Kollegin, einen Kollegen finden, der absoluter Experte ist in einem Themengebiet, den ich erstmal finden muss in großen Organisationen. Und schon sprechen wir von genau dieser Einbindungsebene und wie kann ich das idealerweise so galant wie möglich als Anwender dabei tun. Microsoft denkt das in vier Säulen. Das ist Connection, das ist Insight, das ist Purpose und das ist Growth. Ich übersetze Ihnen das mal nicht, bleib in meinem Denglisch etwas stecken, weil Microsoft halt auch dieses Wording so benutzt. Und es ist ein bisschen einfacher, wenn wir da uns orientieren. Lassen Sie uns mal ein Beispiel nehmen. Genau Growth, also das eigene persönliche Wachstum. Was zahlt darauf ein? Genau diese eben genannten beiden Beispiele. Ja. Ich brauche ein Learning Management System vielleicht. Ich möchte Talente fördern. Ich möchte Wissen finden und auffindbar machen. Und damit kann ich mich als Anwender genau dieser Plattform entsprechend nach vorne bringen.
suche mal ein anderes Beispiel heraus, nämlich was zahlt auf die Säule Connection ein? Klar, wir wollen wissen, was im Unternehmen passiert, also uns verbunden fühlen. Wir wollen aber auch mal vielleicht eine Rückmeldung einbringen und sagen, wir haben eine gewisse Art von Feedback-Kultur und das verbindet mich automatisch wieder als Anwender mit dem Unternehmen. Und klar, simpel und einfach, Collaboration. Wir wollen zusammenarbeiten und das in den unterschiedlichsten Art und Weisen der hybriden Arbeitswelt. Was kann es sein? Microsoft Teams. Ja. So würden wir mit Ihnen gemeinsam erstmal diese Begrifflichkeit einordnen und steigen dann direkt weiter in das Thema Connections tiefer ab. Was ist das eigentlich genau und wozu kann das sinnstiftend eingesetzt werden? Einmal zur Einordnung, Viva Connections ist Teil der Viva Suite und bildet letztendlich eine Art Klammer um die Viva-Module, auf die wir heute in den Modulen Connection, Goals und Topics eingehen. Natürlich gibt es noch mehrere darüber hinaus. Da können wir gerne auch vertiefend mal drüber sprechen, aber lieber ein nächstes Mal, weil sonst läuft uns etwas die Zeit weg. Aber auch hier sehen Sie ganz klar diese vier Säulen, die Microsoft sieht, womit sie mit ihren Tools auf genau diese Experience einzahlen wollen. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt ein System wie Engage. Das ist quasi das neue Yammer. Wir haben da somit die soziale Komponente von dem digitalen Arbeitsplatz mit dabei, die auf diese Säule entsprechend einzahlt. Ein Thema wie Topics, ich sagte es schon, zahlt darauf ein, dass ich mich selber entwickeln kann, dass ich Themen finde, Wissen auffindbar mache, neben möglichen Dingen wie Sales, die ich nicht in eine Säule einordnen würde, sondern eher eine rollenbasierte Funktion sehe, nämlich dem Vertrieb, die mit Viva auch letztendlich ihre Mehrwerte generieren können. Grundsätzlich ist die Plattform für alle Mitarbeitenden gedacht, mit hier und da gewissen Einschränkungen. Das heißt, wir beziehen uns aber trotzdem auf die komplette M365-Applikationslandschaft mit den üblichen administrativen Services, die auch ihre Administratoren im Unternehmen kennen. Also das heißt, man muss hier nicht neu denken und neu lernen. Das ist relativ einfach zu administrieren. Wir haben auch die üblichen M365-Security-Funktionalitäten und Privacy Regulatorien. Das heißt, nur weil wir jetzt ein neues Tool vielleicht in unsere Digital Workplace Experience einbinden, habe ich nicht plötzlich gleichzeitig mehr Zugriffe. Es ist alles Security-driven und Permission-driven. Wenn Sie sich fragen, ja, muss ich jetzt nicht alles immer neu machen, alles gut. Ja, Sie haben als Unternehmen sehr, sehr viele Applikationen. Das soll auch dabei bleiben. Sie können immer Drittsysteme einbinden in diese Employee Experience Plattform. Die Idee ist halt nur zentralisieren und dabei den Mitarbeiter in den Fokus stellen und vielleicht ein oder zwei weniger Absprungpunkte in Third-Party-Solutions anbieten. Lassen Sie uns einfach mal in eine Slide reingehen, was die Übersichtlichkeit schafft und vor allen Dingen in die Einordnung, wie letztendlich dieses Viva Connections geboren wurde. Es war am Ende des Tages natürlich auch ein Kundenbedarf, der an Microsoft gestellt wurde, wo es dann hieß, ja, wir würden gerne unser Intranet in Teams integrieren, weil das Intranet ist schon der erste Absprungpunkt aus Teams heraus, wenn wir sagen, Teams ist unsere zentrale Applikation. Gesagt, getan, wurde das dann auch angeboten und so ist quasi Viva Connections entstanden. Es geht einfach darum, komplett in dieser M365 Teams-Welt zu bleiben, egal ob auf dem Desktop oder in der mobilen Applikation. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her und es wandelt sich natürlich auch immer viel, was ist passiert. Microsoft hat den nächsten Bedarf entgegengenommen und gesagt, ja, ihr möchtet gerne eine zentrale Lösung, ihr wollt Prozesse zentralisieren, die Benutzererfahrung vereinheitlichen, dann lasst uns doch ein Dashboard draus machen. Also den Einstiegspunkt mit der Applikation Teams und Connection kombinieren und plötzlich diverses Toolset darauf einzahlen lassen. Und das ist mit Microsoft Viva dann auch passiert. Viele nennen es auch Viva Home. Wir bleiben jetzt einfach mal bei Connections. Und was kann das Ganze? Letztendlich ein Aggregationslevel darstellen zu Applikationen, zu Inhalten, zu Prozessen, zu News, zu Links. Bevor ich die Folie lese, ich verspreche Ihnen, wir machen das gleich einfach nochmal im Live-System, ist ein bisschen einfacher. Trotzdem möchte ich nur einmal mit Ihnen eine Studie teilen. Im Schnitt sind Unternehmen mit 6 verschiedenen Applikationen unterwegs, die genau auf diese Employee Experience Plattform einzahlen.
Die Frage ist, muss man in diesen 6 Applikationen stets arbeiten und ist vielleicht die eine oder andere davon sogar überflüssig? Diese Frage kann man sich sicherlich stellen, um da einen gewissen Schliff ranzubekommen. Wie ich sagte, Mobile komplett auch funktional mit allen Funktionalitäten, die Sie auf dem Desktop-Client kennen, nur ein bisschen im Responsive-Design dargestellt. Was sind mögliche Anwendungsszenarien? Ja? Mal simpel gesprochen, ich möchte meinen Urlaubsantrag einreichen. Muss ich vielleicht in irgendein System XY von HR reingehen? Könnte ich aber auch über ein Dashboard machen, was in Teams integriert ist. Aufgaben, Schichtplanung, Drittanbieter wie Jira, Confluence, SAP, Salesforce, was auch immer, die gewisse Themen in den digitalen Arbeitsplatz integrieren und einzahlen, lassen sich auch hier visualisieren mit gewissen Adaptive Cards. Das ist die Technologie dahinter, was Sie hier am Ende des Tages sehen. Und ich wiederhole mich vom Beginn, es bleibt immer zielgruppenorientiert. Das heißt, wenn die eine Zielgruppe diesen Prozess braucht, sieht er ihn. Die andere Zielgruppe nicht, sieht er es nicht. Das muss man halt entsprechend nur definieren. Ja, was kann man darüber noch machen? Mal ein Anwendungsfall von uns. Ja, ein Kunde hat gesagt, lass uns mal einen Produktkatalog entwickeln. Den kann man aber vielfältig denken. Ja. Wir haben letztendlich gewisse Items, die man darstellen möchte, wie zum Beispiel Benefits oder Merchandise-Artikel oder für den Vertrieb, was sind die letzten Produkte, die irgendwie gelauncht wurden in der Region APEC. Wie kann man das letztendlich einfach und leichtgängig visualisieren? Schulungsangebote, wenn Sie kein LMS-System haben, könnte man auch als Produktkatalog bezeichnen. Wie schaut sowas aus? Das ist einmal die Desktop-Variante. Man hat genau hier eine Adaptive Card in eine SharePoint-Seite oder in ein Viva Home Experience eingebunden. Auf der rechten Seite sehen Sie schon, man kann auf eine Karte draufklicken. Es entsteht eine zusätzliche Visualisierung und plötzlich hat man einen Produktkatalog, der irgendwo im Backend schlummert, ob es in SharePoint ist oder schon in Ihrer Lösung, die Sie heute bereits betreiben. Vollkommen egal, man muss nur die Connection aufbauen, um hier entsprechend darzustellen. Neben diesen Dashboard, wo ich eben gerade auf Karten und Anwendungsfälle eingegangen bin, die sich weiterhin zentral befinden, gibt es immer ein Company Feed. Jetzt wird die Unternehmenskommunikation hellhörig und sagt, okay, hier können wir auch relevanten Content aus Kommunikationssicht platzieren. Das ist immer ein Mix aus SharePoint News, was hat der User zuletzt betrachtet? Was interessiert ihn? Da ist eine gewisse künstliche Intelligenz hinten im Backend im Einsatz und meint zu wissen, was den Anwender gerade interessiert. Das funktioniert in der Regel auch sehr gut. Sie kennen das, man kann SharePoint-Seiten mit einem Stern followen und dann aggregiert sich daraus Content und es ist ein schöner Mix aus formellen und informellen Wissen hier an dieser Stelle, weil wenn Sie zum Beispiel auch eine soziale Komponente wie Engage im Einsatz haben, wo man eher informell kommuniziert, mixt sich das in diesen Company Feed mit rein. Man hat die Möglichkeit, als Unternehmenskommunikation auch Inhalte zu pushen. Das heißt, das ist jetzt besonders wichtig. Das Management hat ein Announcement gemacht. Das wollen wir nach ganz oben setzen. Kann ich tun. Ja, gar kein Problem. Und das ist der Feed, ohne dass man, wenn man informiert sein möchte, zum Beispiel ins Internet anspringen muss, ohne dass ich in irgendwelche Teams-Kanäle gehen muss, wo vielleicht irgendwelche Ankündigungen gemacht wurden. Das ist so die Idee davon. Abschließend mit der letzten Komponente dieses Dashboards, die Ressourcen. Das ist, heißt, man kann letztendlich eine klassische Navigation zu gewissen Ressourcen aufbauen. Das kann Ihre Intranet-Navigation sein, das können aber auch Applikationslinks sein. Da sind Sie komplett flexibel, weil es letztendlich nur ein Management von Navigation-Items ist, die Sie untereinander baumartig auflisten. Frequent und Followed Sites ist, glaube ich, relativ klar in dieser SharePoint-Welt, welche Seiten ich so zuletzt viel besucht habe und wo ich sage, da bin ich extrem dran interessiert. Auch hier diesen Aufbau von Resources auf dieser Viva Connection Oberfläche bezieht sich immer wieder Security Driven. Das heißt, Sie können Azure Active Directory nutzen, um zum Beispiel die Links unterschiedlich darzustellen. Ja? Die Zeiterfassungs-Tool-Welt ist in Südamerika anders als in Europa. Schon kann ich das zielgruppenorientiert aussteuern und es ist immer sichtbar, was letztendlich den Anwendenden interessiert. An dieser Stelle würde ich in die Demo einmal abspringen. Ich wechsle kurz den Screenshare.
So sieht das Ganze live aus, hier in einer Demo-Umgebung. Und genau die besagten Komponenten sind hier drauf sichtbar. Eben hatten wir zuletzt die Resources im unteren Bereich. Ich weise nochmal darauf hin, das ist jetzt die Desktop-Variante, kann man auch jederzeit sich im Mobile vorstellen, funktioniert 1:1. Absprungpunkt zu weiteren lizenzierten Viva-Modulen für den Anwender sind hier ebenfalls möglich. Der Company Feed, ich hatte es eben angedeutet, ein schönes Aggregationslevel, wo auch direkt Interaktionen möglich sind. Das heißt, ich kann jetzt dieses News-Posting auch direkt liken. Ich kann das an jemanden weiterleiten, der sich vielleicht dafür interessieren sollte oder für später speichern, damit ich das nochmal nachträglich lesen kann. Sehr, sehr spannend finde ich halt das Dashboard mit den Karten. Wir machen gleich mal eine Übung, wo wir gemeinsam eine Karte anlegen, aber hier mal exemplarische Beispiele. Ja, ich möchte meinen Urlaubsantrag setzen. Ich muss nicht ins HR-System gehen, sondern ich bleibe einfach in Teams, sehe, wie viele Tage habe ich noch offen und kann direkt hier einen weiteren Urlaubstag hinzufügen, wann der sein soll, etc. Also dieses komplette Frontend ist ein Baukasten, da muss man nicht groß entwickeln können. Wenn Sie sich ein bisschen mit Adaptive Card auseinandersetzen, bewegen wir uns hier im No-Code- bis Low-Code-Bereich. Ich zeige Ihnen das gleich mal. Was sind andere mögliche Fälle? Man kann über die eigene Produktpalette kommunizieren. Man kann diverse Dinge visualisieren innerhalb dieser Adaptive Card. Was haben wir hier? Ich kann schauen, wie viel habe ich wohl gerade so an Income. Ich kann aber auch mal sagen, was wir letztens immer hatten. Ich muss mich zur nächsten Grippeimpfung anmelden. Dafür könnte ich auch eine Funktionalität anbieten. Ich möchte Pfizer geimpft werden, Continue Abfahrt und dann habe ich den Termin. Also relativ einfach dargestellte Beispiele, die Sie für sich mit Ihrem Bedarf und Ihren Anwendungsfällen identifizieren müssen, was man hier sehr, sehr leichtgängig darstellen kann. Ich klicke mal auf Edit. Damit komme ich in den Editiermodus von dem ganzen System und würde halt mal eine zusätzliche Karte erfinden. Wenn ich Dashboard-Administrator bin, das können immer nur ausgewählte Personen, kann ich eine neue Karte hinzufügen. Ich habe einen Kartendesigner, mit dem habe ich eigentlich alle Möglichkeiten, wie groß, welches Bild, welches Logo, Überschrift, Subtitle. Und wenn man da noch Code reinbringen muss für die Entwickler von uns, dann kann man das entsprechend auch tun, um dann gewisse Backend-Systeme anzusprechen. Was haben wir noch im Köcher? Ich möchte eine Microsoft Teams-Applikation, die vielleicht nicht in der linken Navigation platziert sein sollte, auch aufs Dashboard legen, wenn Sie heute schon Teams-Applikationen custom für sich entwickelt haben. Ich kann Lernmodule mit hinzufügen, die in der Viva Learning-Welt leben. Also es gibt letztendlich keine Grenzen und sehr, sehr spannendes Thema, leichtgängig Applikationen zu zentralisieren und vor allen Dingen auch Prozesse. Ja, wenn ich nochmal auf die Startseite von Viva Connections zurückspringe, dann fragen Sie sich vielleicht auch, ja, wo ist jetzt das Intranet? Gute Frage. Es verlagert sich ein bisschen anders, dieser Intranet-Gedanke. Ursprünglich kommt man häufig davon zu sagen, das Intranet ist mein Startpunkt. Dort entdecke ich alles, da kann ich es machen. Hier ist es so gelagert, das Intranet ist Teil von dieser Viva Connections Erfahrung von der Employee Experience Plattform, weil es der Content-Träger ist. Also der Content lebt weiterhin im Intranet, aber die Aggregationsebene Connections bedient sich an diesem Content für den schnellen, leichtgängigen Zugang. Weiß ich, dass ich zum Beispiel zu einer Abteilung wie Human Resources wechseln will, kann ich natürlich auch die Quick-Access-Geschichten verwenden, um dorthin zu wandern. Oder ich gehe tatsächlich über diese Einbindung hier oben auf die ursprüngliche Intranet-Seite. Die soll weiterhin natürlich seine Daseinsberechtigung haben. Und dann komme ich in diese Übersicht. Auch hier kann man wieder mit Viva-Modulen arbeiten, ein Dashboard einbinden, ein Feed einbinden, aber neben den üblichen Funktionalitäten, die Sie aus Microsoft kennen, die im Intranet- und SharePoint-Kontext zum Einsatz kommen. Und wie gesagt, mit der
Intranet-Navigation. Es bleibt alles, wie es ist. Da soll nichts abgerissen werden. Es ist nur eine neue Aggregationsebene. Jo, das so zum Einblick. Wie sieht das Ganze dann in live aus? Ich wechsle nochmal die Präsentation. Vielleicht darf ich Ihnen noch die Frage beantworten, zumindest in Teilen. Was müssen Sie denn alles mitbringen als Unternehmen und vorbereiten, damit so ein Viva Connections Ansatz gewinnbringend eingesetzt werden kann? Grundsätzlich ist es mitlizenziert, wenn Sie eine M365 oder Office 365 Lizenzierung für Ihre Anwendenden haben. Mit gewissen Kombinationen aus Exchange-Plan und SharePoint-Plan ist da auch etwas möglich. Also in den meisten Fällen ist es quasi kostenlos mit dabei und Sie brauchen halt idealerweise ein eingeführtes Microsoft Teams System, ja, weil das letztendlich die Basis ist zur Visualisierung von dieser Funktionalität. Und dann haben Sie es eigentlich auch schon technisch. Und wenn wir noch mal ein bisschen in die Fachlichkeit gehen, dann sprechen wir natürlich auch von, es muss jemand bedienen, es muss jemand administrieren, es muss jemand mit Leben führen. Das heißt, grundsätzlich ist es sehr spannend zu wissen, welche Zielgruppe möchte ich mit dieser Experience adressieren? Möchte ich White Color adressieren, Blue Color, vielleicht aber auch beide? Dann weiß ich, ich brauche unterschiedliche Dashboards. Idealerweise, wie aus dem typischen Intranet-Ansatz, hat man wechselnden Content, damit es auch belebend aussieht und nicht jedes Mal, wenn ich auf dieses Dashboard schaue, das Gleiche passiert. Individualisiert und personalisiert haben wir, glaube ich, schon jetzt häufig genannt. Das ist immer das Beste, was Sie eigentlich tun können, bevor man für sich nicht relevante Informationen vorfindet. Wenn wir nochmal zurückkommen auf Kommunikation, ist natürlich auch ein redaktioneller Standardansatz hilfreich. Wo dann letztendlich über das Intranet News gepostet werden, die gleichzeitig dann auch noch auf genau dieses Viva Connections einzahlen. Und zu guter Letzt, in gewisser Weise in Kombination, schaffen Sie Motivation, das zu nutzen. Zeigen Sie auf, welche Mehrwerte dadurch entstehen, was man sich vielleicht spart an Klicks. Geben Sie ein bisschen Anwendungsbeispiele in der Handhabung. Also betreiben Sie ganz klassisches Change Management und User Adoption. Und dann kommt das sehr, sehr gut an bei den Anwendenden, so aus unserer Erfahrung. Und wenn Sie dieses Paket bewerten und letztendlich neben der technischen Implementierung zum Fliegen bringen, dann kann ich Ihnen sagen, das ist so eine 90-10-Lagerung. Also die technische Implementierung ist da wirklich sehr, sehr schmal gelagert. Das Konzept dahinter, das ist ein bisschen größer. Überlegen Sie sich, was Sie damit erreichen wollen und was ist da der genaue Bedarf eines Anwendenden. Jetzt haben Sie vielleicht einige Fragen, vielleicht können wir die beantworten, aber das bitte gerne am Ende dieser Session. Platzieren Sie die gerne im Chat, wenn Sie jetzt zu diesen Ausführungen, zu Connections schon erste Ideen oder Rückfragen haben. Alles Weitere können wir dann sicherlich auch wann anders vertiefen. Ich würde an dieser Stelle wechseln zum Thema Viva Topics, was quasi das nächste Modul ist aus unserem heutigen Webinar. Hier ganz klar, es bezieht sich auf Wissen und Expertise und erinnern Sie sich an die Microsoft-Säulen, es zahlt auf den Punkt Growth ein. Was haben wir denn eigentlich für Herausforderungen am digitalen Arbeitsplatz, wenn wir über Wissensmanagement nachdenken? Ich bin in sehr vielen Situationen mit meinem Kollegen Herrn Hagen, wo wir auch gefragt werden, ja, wie machen wir Wissensmanagement, Document Management System? Also es ist nicht ganz trivial, kann man schon direkt sagen. Deswegen sieht man auch schon, man hat eine Informationsflut. Jeden Tag entsteht neuer Content am digitalen Arbeitsplatz. Und da zähle ich mich dazu, man ist nur noch gefühlt am Suchen, wo ist jetzt das für mich Relevante? Die richtigen Informationen zu finden, ist dabei echt wirklich eine Herausforderung. Und dabei sollte man sich halt fragen, was kann man mit dem Toolset und genau dieser User Experience anbieten, damit das vielleicht ein Tick oder ein Müh leichtgängiger ist. Auch verlorenes Wissen ist ein Thema. Ja, Mitarbeiter verlassen das Unternehmen. In einem Postfach vegetiert dieses Wissen dann und es kommt nie mehr zum Tragen.
Oder es ist an irgendeiner Ecke in einem Projekt, in einem Team gelandet, was nie wieder adressiert oder besucht wird. Schon gerät es ins Hintertreffen. Also auch verlorenes Wissen ist hier ein Thema. Und das führt natürlich am Ende des Tages schon zu Produktivitätsverlust. Was hat Microsoft dafür im Köcher? Wir wissen es, was kommt, Viva Topics. Und Sie sehen an dem ersten Screenshot, den ich hier mit Ihnen teile, wir springen nicht ab. Wir bleiben weiterhin in unserer Anwendererfahrung von Microsoft 365. Wir sind hier in den Teams-Client und wir können hier Wissen leichtgängiger aufbereiten. Es gab sogar schon eine Forrester-Umfrage oder eine Studie vielmehr. Da hat man das mal bewertet, vor und nach Einführung, und es sind halt bis zu 3 Stunden Sparpotenzial an der täglichen Suche möglich, auf die Woche bezogen, wohlgemerkt. Wenn man einen gewissen Teil an Optimierung bei der Sucherfahrung anbietet. Und wenn ich von Sucherfahrung spreche, dann ist das generell erstmal der Microsoft-Ansatz. Wir haben verschiedene Search-Bars, wir können an unterschiedlichsten Stellen suchen, in unterschiedlichsten Applikationen, und das soll so ein bisschen zusammenwachsen. Was passiert hier am Ende des Tages? Das nutzbare Wissen, was wir an unserem digitalen Arbeitsplatz vorfinden, wird erstmal durch eine künstliche Intelligenz vorkategorisiert. Das heißt, es wird identifiziert, es wird verarbeitet und aufbereitet in einer Visualisierungsart. Was kommt dabei raus? Themenseiten. Dafür nutzt Microsoft ihre SharePoint-Technologie, um ein Thema in einer SharePoint-Seite zu visualisieren. Das heißt, Dokumente, die auf das Thema einzahlen, Personen, die Experten zu einem Thema sind oder darstellen, mögliche SharePoint-Seiten, Teams, ein Intro-Text. Das wird letztendlich gesucht anhand der Keyword-Verschlagwortung, die automatisch passiert, und wird dann aber auch gleichzeitig neben diesen Themenseiten in gewissen Themenkarten aufbereitet. Und das war genau der letzte Screenshot, den Sie eben gesehen haben. Wir haben hier eine Themenkarte. Das ist die Integration von Topics in Teams, nur exemplarisch betrachtet. Und das hat letztendlich die KI automatisch gemacht. Nichtsdestotrotz, wir vertrauen dem Ganzen jetzt erstmal nicht und sagen, das ist erstmal ein guter Startpunkt und wir nennen es mal ein Gerüst. Danach brauchen wir Themenexperten, die letztendlich genau diese Themen managen und sagen, okay, das ist wirklich ein Thema und ich bereite das nochmal auf und reiche es mit weiterem Wissen, was mir bewusst ist, an. Und dann entsteht letztendlich so eine Art Wikipedia-Ansatz. Ja, Wikipedia durchforstet das Internet, und gewisse Experten können diesen Wikipedia-Eintrag bearbeiten. Und das ist letztendlich auch mit Viva Topics zu vergleichen. Hier sehen wir die Integration von Topics innerhalb einer SharePoint-Seite oder eines klassischen Intranets. Das heißt, Suchbegriffe, wie in diesem Fall Mark 8, ist unterstrichen. Ich kann als Anwender darüber hovern und es entsteht eine Themenkarte. Wenn ich meine, das ist genau mein Thema, was ich gerade brauche, kann ich diese Themenkarte adressieren und ich springe auf die Themenseite, wo dann sozusagen die volle Benutzererfahrung entsteht. Das sieht dann so aus. Das heißt, hier, wie eben schon angedeutet, plötzlich kann ich entdecken, Megan und Lynn, die sind da Experten zu dem Thema. Ich kann die auch mal adressieren und kontaktieren. Ich sehe ja, PDFs, PowerPoints, Word-Dateien, alles, was am digitalen Arbeitsplatz letztendlich auffindbar ist, innerhalb eines Themenkomplexes. Ich würde das nochmal ein bisschen weiterspinnen, damit Sie ein gutes Gefühl dafür bekommen, wo ist Topics integriert? Weil bitte verstehen Sie Topics nicht als Applikationen, die ich anwähle und wo jetzt meine Themen sind, wo ich ein Document-Management-System habe. Es ist, wie gesagt, in jede oder in vielmehr viele Applikationen, die Sie heute vielleicht mit Microsoft schon benutzen, integriert. Das heißt, in die Office-Welt, PowerPoint, Excel, Word, in Outlook, in Microsoft Teams oder SharePoint sind nur erste Nennungen hierbei. Wir gehen es mal durch. Wir können natürlich auch in Outlook gewisse Themen aggregieren und verschlagworten und vor allen Dingen einen Themencard erstellen. Das allerdings heute nur noch in Outlook for Web, noch nicht im nativen Client. Bin ehrlich, die
Roadmap ist noch nicht zu Ende von diesem Thema und von diesem Tool. Da wird sicherlich sehr, sehr viel passieren. Wenn Sie die Microsoft Bing Search als Unternehmenssuchmaschine nutzen, ist das dort auch mit integriert. Yammer, Engage ebenfalls und natürlich, wie eingangs gesagt, Viva Connections. Also was könnte man hier machen? Ich habe ein Thema wie Weihnachtsfeier 2023. Das System sucht alle Informationen dazu raus, KI gesteuert, plus ja, Ben und Raoul sind irgendwie die einladenden Organisatoren zu dem Thema. Wir reichern diese Weihnachtsfeier thematisch auf der Themenseite an, machen daraus eine Dashboardkarte in Viva Connections und jeder kann sofort sehen, was passiert Neues zu der Weihnachtsfeier 2023. Nur exemplarisch. Bei einem Wissensmanagement müssen wir auch über Rollen sprechen, weil wir vertrauen sicherlich der KI nicht nur alleine. Das heißt, wir brauchen Mitwirkungspflichten und Rollen hier. Wir beginnen mit den Viewer. Der Viewer ist quasi der klassische Anwendende, der quasi Themen sucht, entdeckt, liest und für sich verarbeitet. Story an der Stelle zu Ende. Dann haben wir Contributor, die auf ein Thema einzahlen. Das ist dann genau ein Raoul und ein Ben, die für die Weihnachtsfeier 2023 die Einladungen, die Umfragen, die Flyer etc. bereitstellen und das auf diese Themenseite entsprechend linken. Weil wir wurden von einem Knowledge Manager dazu befähigt. Das heißt, wir beide haben die Berechtigung bekommen, an dieser Themenseite mitzuwirken und auf dieses Thema einzuzahlen. Ein Knowledge Manager ist eher so die Funktionalität im Unternehmen, guten Überblick, kennt die Projekte, die verschiedenen Abteilungen und kann auch mal Kolleginnen und Kollegen ansprechen. Gibt es nicht noch Themen, die wir vielleicht besser aufbereiten wollen, die wir aggregieren wollen und letztendlich immer im Diskurs mit den Wissensträgern sind, um dann so ein bisschen Knowledge Management auch zu betreiben an genau dieser User Experience Plattform. Diese Manager und diese Rollen werden befähigt durch die Knowledge Admins. Das sind quasi letztendlich nur die Administratoren, die technisch die Funktionalität implementieren, müssen dafür Global- oder SharePoint-Admins sein und können dann genau diese Rollen definieren, wer soll eigentlich was tun. Sie können auch einen Mix draus machen, dass zum Beispiel Lesende auch etwas zu einem Thema beitragen. Das ist dann am Ende des Tages eine Konzeptfrage, aber in diesen vier Rollen denkt, Microsoft kann dieses Knowledge mit Viva Topics zum Leben erweckt werden. Ja, auch hier, bevor es zu theoretisch wird, würde ich einmal in die Live-Demo abspringen und Ihnen das Ganze an ein, zwei Fallbeispielen zeigen. Ich wechsle einmal ganz kurz. Bin an dieser Stelle wieder in meinem Teams-Client und möchte Ihnen zeigen, wie der Aufbau aus der Sicht eines Knowledge-Contributor, also etwas einem Beitragenden oder Knowledge-Manager aussieht. Ich gehe dafür auf das Viva Topic Center und das ist wirklich der einzige Ort, wo Sie neben der administrativen Ebene im Backend eigentlich was tun können. Das ist zum Beispiel nicht die Ansicht eines Lesenden, der sich letztendlich nur mit Topic Cards und Topic Pages quasi umtreibt. Hier geht es darum zu organisieren. Ich bin Knowledge Manager und oder Contributor und kann die Vorschläge der KI entsprechend durchgehen. Das heißt, die KI ist der Meinung, dass ich, Ben, zu dem Thema Northwind möglicherweise ein Experte bin, weil ich habe zu dem Thema irgendwo etwas beigetragen, ich habe dazu eine News gepostet, ich habe dazu ein Team erstellt, ich habe dazu eine Datei angelegt, wo der Begriff vorkam und das ist quasi der Algorithmus, der dann quasi mithilfe des Microsoft Graphs entdeckt und schaut, was macht der Anwendende und könnte eventuell der Ben zu Northwind Expertenträger sein. In dem Fall sage ich ja, Mensch, das ist mein Projekt, dann kann ich da auch was zu sagen und ich wähle hier ja und schon ist es für mich eine bestätigte Verbindung und bin jetzt Beitragender zu diesem Thema. Es kann aber auch genau andersrum passieren, nämlich Mark 50, keine Ahnung, was es ist. Ich bin eigentlich Mark 8 Projekt. Dann sage ich, nein, das kann nicht sein. Ich möchte dazu nicht mehr gefragt werden. Und schon habe ich das für mich deaktiviert.
So funktioniert ein bisschen die Zuordnung von gefundenen Themen zu dem Einfluss des Anwendenden, ob das auch qualitativ so richtig ist. Ich springe mal mit Ihnen zusammen in die Sicht der Themen, die die KI gefunden hat, innerhalb dieses Demo-Tenants. Das heißt, hier auch der erste Hinweis, Sie brauchen Daten. Sie brauchen viele Daten, erst dann funktioniert es. Ja, wenn Sie gerade am Anfang vielleicht vom Rollout stehen, dann sollten Sie das Topics-Thema vielleicht auf Ihr Roadmap nehmen, aber nicht direkt als erstes ausrollen, weil erst mit sehr, sehr viel Inhalten bringt es auch wirklich Spaß. Und hier sieht man schon in der Kategorisierung, ja, U765 hat mir die KI vorgeschlagen als Knowledge Manager. Ich kann die Unternehmung Contoso Electronics gut einschätzen und sage, das ist kein Thema, das ist vielleicht ein U-Boot, aber bei uns passt es nicht und sage, das entferne ich. Und schon ist da die KI gedrosselt worden und es wird letztendlich nicht mehr auftauchen. Andersrum kann ich es genauso machen und sagen, ja, Granit ist auf jeden Fall ein Thema bei uns, das sollten wir forcieren und es lohnt sich vor allen Dingen, ein Topic daraus zu machen, weil Sie sehen in der weiteren Oberfläche hier weiter rechts schon vorhandenen Content, die die KI dazu gefunden hat. Also man sieht eine hohe Anzahl von möglichen Einflüssen auf dieses Topic, somit entscheide ich als Knowledge Manager, das macht Sinn und bestätige dieses Topic. Das kann ich wiederum auch anderen zuweisen, die darauf einzahlen. Das ist es im Groben eigentlich schon, wenn ich über dieses Topic Center spreche. Und nochmal, es hat nichts mit der Anwendererfahrung hier zu tun, die im klassischen Sinne auf der Suche nach Wissen ist. Das sieht nämlich wieder anders aus. Ich gehe einmal ins Intranet. Ich suche mir eine SharePoint-Page raus, was in diesem Fall beim Intranet eine News ist. Da nehme ich mal dieses Announcement von Miriam Graham, bearbeite das Ganze. Und wenn das System die Zeit hatte, zu indizieren und einen Index aufzubauen, dann funktioniert es automatisch. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Thema in diesem News-Posting gefunden wurde, dann wird es unterstrichen. In diesem Fall haben wir das noch nicht, weil wir das Thema zum Beispiel Sales noch nicht als Thema platziert haben. Also mache ich das in dem Fall mal manuell, was letztendlich auch darauf einzahlt, dass es nicht nur immer die KI macht. Die bildet nur das Gerüst. Ich nutze einmal diesen SharePoint-Eintrag und würde das Thema Check also Sales Check also Regional Sales mit hier reinbringen, weil das habe ich vor als Topic angelegt, als Thementräger. Sobald ich das entsprechend auswähle, falsch geschrieben, dann kann es nicht so gut funktionieren. Er unterstreicht es. Ich poste das und an dieser Stelle zeige ich Ihnen das erste Mal, wie das Ganze für den Anwendenden aussieht. Ja, ich bin ursprünglicherweise auf dem News-Posting, hovere mit meiner Maus über dieses Thema und sehe jetzt die Topics-Integration. Das heißt, alles, was zu Regional Sales gefunden wurde als bestätigtes Thema, kann ich hier relativ kurzfristig anschauen. Das heißt, welche Personen kann ich dazu kontaktieren, welche Ressourcen gibt es und welche möglichen verwandten Themen kann das noch haben? Das heißt, es könnte nicht nur Regional Sales sein, es könnte auch Sales EMEA sein, was verwandt dabei ist. Und so finde ich relativ leichtgängig zu diesen Infos, kann ich hier aufgrund meiner Rolle, in der ich Ihnen das präsentiere, auch sagen, ob diese Beschreibung korrekt ist. Könnte auch sagen, hier ist was falsch. Denken Sie an den Wikipedia-Vergleich. Ich ändere etwas, weil zum Beispiel genau diese Website nicht dazu gehört, Operations. Das kann ich dann entsprechend tun. Und wenn ich als Anwendender sage, das ist genau das, wo ich mich gerade informieren muss, dann gehe ich auf Details. Dann komme ich genau auf diese in den Screenshots gezeigte Themenseite. Das ist, wie gesagt, eine SharePoint-Page, die ein Aggregationslevel darstellt, einen Einleitungstext. Man kann es auch entsprechend taggen. Personen, Dateien,
Websites, die dazugehören. Und denken Sie dran, eine Site in SharePoint ist auch immer Teil eines Teams. Das heißt, wenn Sie ein Projektteam haben, wird das natürlich hier als Site ebenfalls aggregiert. Und ich sehe eine gewisse Matrix von verknüpften Inhalten. Und dafür habe ich noch nichts getan. Das hat alles das Grundgerüst KI gemacht. Ich kann es nur noch justieren, sehe vorgeschlagene Beziehungen, kann aber auch entsprechend Beziehungen an der Stelle dann bestätigen. Und dann ist es wirklich eine 1:1 Relation. Das ist so die Anwendersicht von, ja, gerade mal SharePoint-Einfluss. Dann haben wir noch eine Alternative, die ich Ihnen zeigen möchte, ein Word-Dokument. Das bezieht sich natürlich auf PowerPoint, Excel etc. Ich soll einen Bericht erstellen, verdammt, ja, ein Sales-Bericht, wie mache ich das? Mir fehlen Informationen, ich muss nicht zwingend in eine andere Applikation abspringen. Ich kann auch hier nach Regional Sales entsprechend suchen und bekomme dann sehr, sehr divers angezeigt. Internetvorschläge, Top-Ereignisse aus dem Web und jetzt spielt mir gerade meine Demo-Umgebung einen Streich. Der ist da noch nicht voll indiziert. An dieser Stelle wird zwischen diesen Ergebnissen auch eine Viva Topic Card, so wie Sie es gerade gesehen haben, in SharePoint angezeigt. Das heißt, egal von welcher Applikation Sie etwas suchen, Sie haben immer den Absprungpunkt zu Topics. Ich zeige Ihnen das gerade mal in der Suche vom MC65. Gehe damit auf die Startseite. Habe, wie eingangs gesagt, die diversen Möglichkeiten zu suchen. Auch an dieser Stelle habe ich wieder einen Suchschlitz. Suche nach Regional Sales und hoffe, dass an dieser Stelle entsprechend das Ergebnis ausgespuckt wird. So sieht es aus. Es ist hier wieder eine Topic Card über Viva Topics angeboten. Ich sehe genau diese Informationen, die ich vielleicht brauchen kann und weiter tiefergehend, wenn ich auf die Themenseite gehe, mich weiterhin dazu informieren. Genauso sieht das in der Applikation von Word etc. auch aus. Und wenn Sie sagen, ich schreibe jetzt eine E-Mail an den Raoul und ich möchte auf Regional Sales hinweisen, dann mache ich genauso, wie ich es in SharePoint gezeigt habe, Hashtag Regional Sales. Raoul bekommt von mir eine Topic Card dadurch angeboten und das können Sie in Ihre digitale Plattform komplett verwenden an den Stellen, wo auch immer Sie sich das vorstellen können. Auch in einem Teams-Kanal, in einem Teams-Chat. Diese Karten sind überall integrierbar. Und das ist die Idee von Viva Topics, wenn man das mal in live gesehen hat. Ich würde an dieser Stelle wieder zurück zu den Folien springen. Und auch hier eine kleine Guidance von unserer Seite, über was Sie sich Gedanken machen sollten, wenn ein mögliches Knowledge Management auf Basis von Microsoft Viva für Ihr Unternehmen interessant ist. Sie haben auch hier natürlich wieder die technische Grundlage. Das heißt, Sie sollten Microsoft Teams und SharePoint Online im Einsatz haben. Nur wenn Ihr Content in SharePoint lebt, kann natürlich auch die KI letztendlich diesen Inhalt indizieren und für den Anwendenden aufbereiten. Hier nochmal mehr Content macht dabei am meisten Sinn. Und Sie brauchen die entsprechenden Rollen, die ich Ihnen gezeigt hatte, diese vier von Viewer bis hin zum Admin, die sich letztendlich um Content dann auch kümmern. Das heißt, wir sind ganz schnell bei einer Konzeptfrage. Also, welche Inhalte wollen Sie auch indizieren? Hier haben Sie Spielmöglichkeiten. Das heißt, über die administrative Oberfläche im Backend kann man halt schon Dinge wie Security einfließen lassen. Wenn Sie zum Beispiel Microsoft Information Protection im Einsatz haben und gewisse Labels im Einsatz haben und sagen, das ist Confidential Content, dann können Sie der KI sagen, alles, was Confidential Content ist, soll auf gar keinen Fall indiziert werden.
unabhängig davon, dass man es nicht sehen kann als Anwender, weil man sowieso keine Berechtigung drauf hat. Nochmal, es bleibt in der Berechtigungsstufe, wie man sich aufhält, wo man eingeordnet ist, in welchen Teams man Mitglied ist. Das ist weiterhin die Basis. Nichtsdestotrotz kann man jetzt sagen, Confidential Content wie eine Rezeptur von unseren Chips, die sollte nicht irgendwie in den digitalen Arbeitsplatz rein indiziert werden. Dann packe ich das Label Confidential drauf und es wird nicht indiziert. Also können Sie letztendlich auch gewisse Sicherheitsthemen hier noch eruieren und ins Konzept einfließen lassen, damit wir auch gewisse Rahmenparameter einfach für dieses M365 vorgeben. Und das meine ich mit Governance und Security. Dann, wer soll das System bedienen? Sie können entscheiden, nutzen Sie das zum Beispiel als Proof of Concept innerhalb einer Projektphase. Soll das zum Beispiel landesorientiert erstmal starten? Sie starten mit Deutschland und rollen das dann in weitere Länder aus. Das ist relativ einfach, weil Sie einfach diese Rollen an gewisse AD-Gruppen mappen und dann dementsprechend die Funktionalität auch nur zur Verfügung steht. Hängt ganz klar auch an der Lizenzierung, ist klar. Trotzdem Rollendefinition, sehr, sehr wichtiges Thema. Und auch an der Stelle, Sie brauchen Ihre Experten. Ja, Sie müssen auch Experten benennen, damit es zu einem qualitativ vernünftigen Ergebnis kommt bei der Wissensaufbereitung. Welche Themen können Sie auch entscheiden? Ich hatte Ihnen so ein bisschen gezeigt, wie das in dem Frontend für den Knowledge Manager aussieht, indem man Themen abwirft oder tatsächlich bestätigt. Sie können hier aber auch ganz klar Themen ausschließen. Ja, wenn Sie sagen, Diversität ist kein Thema, dann können Sie das schon im Backend konfigurieren und es soll niemals zu einer Topic Card werden, weil Sie sagen, das ist nicht die richtige Plattform dafür. Also hier sind Sie durchaus als Unternehmen auch flexibel. Und ja, wenn ich Wissensträger bin zu einem Projekt oder zu einer Initiative und Topics schlägt mir das einfach partout nicht vor, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, als Knowledge Manager oder als Contributor ein Thema anzulegen. Ja, das heißt, ich erstelle von mir aus initial so eine Topic-Seite und verschlagworte das zu gewissen Themen, benenne die Personen, die dazu was sagen können, wähle die Dateien aus und der Rest wird dann angereichert auch wieder von künstlicher Intelligenz, falls erforderlich. Adoption gehört zu dem Konzept dazu, genauso wie ich es vorhin bei Connections schon sagte. Man muss so ein bisschen Guidance mitgeben, was ist Topics, wie nutzt man das für sich gewinnbringend und dann würde ich meinen, es ist ein sehr, sehr intuitives System, weil man kommt einfach auch gar nicht dran vorbei, auf eine Topic-Card zu stoßen. Sobald man die sieht, kann man draufklicken und sieht automatisch, was passiert. Sehr viel Erklärungsbedarf ist dabei nicht. Basis ist natürlich auch neben der Technik die Microsoft-Lizenzierung. In den gewissen Ausbaustufen haben Sie auch die Möglichkeit, wie der Viva Suite, wenn Sie die schon für sich lizenzieren, Viva Topics direkt mitzunutzen. Wenn Sie sagen, da sind Sie noch nicht angekommen als Unternehmen, wir sind zum Beispiel bei einem Business Premium oder einer Enterprise E3-Lizenzierung, ist vollkommen fein. Sie können ein Aufbau-Lizenzierungsmodul von 3,70 Euro pro User pro Monat wählen und das, wie gesagt, für eine definierte Zielgruppe, die sich mit Knowledge Management auseinandersetzen soll. Ja, das so der grobe Überblick zu Connections und Topics und wie genau diese zwei Viva-Module auf diese User Experience-Plattform einzahlen. Ich hoffe, Sie konnten ein paar Einblicke gewinnen, die hilfreich sind und würde an dieser Stelle in das nächste Thema überleiten von dem Raoul Hagen, nämlich OKR und Viva Goals. Ja, Ben, vielen herzlichen Dank. An der Stelle auch ein herzliches Moin auch aus Hamburg. Ich habe schon übernommen, ne, die Präsentation. Für mich sieht es nicht so aus. Nee, Maren, Amma? Ich glaube auch nicht. Ich glaube, du musst es einfach nochmal teilen. Da ist sie, okay.
Wunderbar, da sind wir. Prima. Ja, danke, dass Sie so gewartet haben. Thema OKR Viva Goals soll jetzt unser kleines Thema sein für die nächsten circa 30 Minuten. Und die Frage ist natürlich an der Stelle, was ist überhaupt OKR und als Modebegriff und wieso sollte das verwandt werden? Und in dem Atemzug natürlich auch, was hat das Ganze mit Viva Goals zu tun? Eine Umfrage, die Microsoft gemacht hat anhand von 20.000 Befragungen in 11 Ländern, gibt uns einen kleinen ersten Hinweis, in welche Richtung das mit dem Thema OKR geht. Und zwar sagen 40% der Befragten, dass sie den Purpose vermissen, also die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit. Woran arbeiten sie eigentlich? Inwieweit zahlt das überhaupt auf eine Strategie ein, auf Ziele ein, etc.? 72% wissen nicht die wichtigsten Ziele des Unternehmens, trotz aller Meetings, die gemacht werden, trotz aller Publikationen, die veröffentlicht werden. Und ganz wichtig, auch wenn das vielleicht ein bisschen nicht so ganz augenscheinlich ist, 13% der Frontline-Manager wissen nicht um die Strategieumsetzung im Unternehmen. Was heißt Frontline-Manager an der Stelle überhaupt? 13% derer, die an der Marktschnittstelle aktiv sind, also da, wo der Markt passiert. Die haben also keine Verbindung zu dem Management im Zentrum einer Organisation. Das ist entkoppelt und das ist eigentlich eine relativ beängstigende Zahl, dass diejenigen, die die Marktnähe haben und sich mit dem auseinandersetzen, was die Wertschöpfung am Ende für eine Organisation ausmacht, nicht wissen, was mit der Strategieumsetzung ist. Diese Zahlen vielleicht mal kurz im Hinterkopf. Also wir haben hier ganz klare Leidensdrücke auf vielen Ebenen, auf der Management-Ebene, wir haben Leidensdrücke auf der Mitarbeiterinnen-Ebene und wir haben scheinbar auch einen Leidensdruck auf der Ebene, wenn es um das Thema Kommunikation von Strategie im Unternehmen geht, und zwar in der Gesamtheit aller, die damit beteiligt sein sollten. Reden wir über OKR. Was ist das? Das kennen Sie wahrscheinlich, beziehungsweise haben schon damit gearbeitet, nur kurz angerissen. Ja, wir haben die Objectives, das sind die übergeordneten Ziele, die sind qualitativ zu bewerten. Wir haben die Key Results, hier haben wir quantitative Ziele, die auf die Objective einzahlen und deren Zielerreichung. Und am Ende haben wir Initiativen, Projekte, Sie kennen das aus dem agilen Bereich, zum Beispiel aus Scrum, aus dem Kanban-Board, dass man To-Dos hat, die irgendwann dann in den Bereich von dann überführt werden und dann auf ein entsprechendes Ziel eingezahlt haben. 96%, auch hier eine kurze Zahl, alle, die mit OKR schon gearbeitet haben, sagen ja, das hat damit zu tun, dass sie verstehen, was es mit den Zielen auf sich hat. Ich komme selber auch in früheren Zeiten aus dem Vertrieb und da war es üblich, dass man sagte, in diesem Jahr wollen wir diesen und jenen Umsatz machen. Das war wunderbar, hat man gesagt, prima, bis Q3 habe ich ja Zeit, in Q4 wird es schwierig, wenn ich die Zahlen nicht erreiche oder wenn es kritisch wird. Aber es gab auf dem Weg dorthin, gab es selten oder nur sehr wenig Kontrolle und sehr wenig Anpassung an das, was mal als Ziel ausgerufen worden ist. Deswegen schauen wir uns mal an, was das alles mit der Strategiearbeit dann zu tun hat. Und zwar hier mal eine Definition von Gabler, Sie können das gerne lesen, und zwar hier sind zwei Faktoren wesentlich, und zwar einmal das Thema Umwelt, es gibt scheinbar eine Umwelt, die auf die Ziele einwirkt, und die Verwirklichung der langfristigen Ziele. Und das hat den Kontext von OKR-Zyklus im Kontext zu Makroeinflüssen und deren Aufarbeitung der meta- und operativen Ebene. Was sich sehr sperrig anhört, wird gleich etwas klarer werden. Wir leben in einer Zeit, die wir als komplex betrachten dürfen. Im Gegensatz zu dem, was wir früher kompliziert nannten, aber es gibt immer noch viele komplizierte Anteile. Und wir leben einfach in einer Zeit, wo wir viele Umwelteinflüsse haben in einem Unternehmen, sozialer Natur, politischer, wirtschaftlicher Natur. Thema Covid hatten wir, wir haben das Thema Lieferketten, wir haben das Thema Krieg, leider Gottes, und wir haben das Thema Inflation, nur um mal einiges zu nennen. All das wirkt auf Unternehmen ein, auf Ziele ein, und diese sind eben nicht mehr nur kompliziert im Sinne von das Wissen, was eine Organisation bereithält, reicht, um diese Probleme zu lösen, sondern sie sind komplex. Also das heißt, es ist nicht mehr das alleinige Wissen ausreichend, sondern wir müssen andere Methoden finden, wie wir auf Ziele, auf Strategien, wie das einzahlen kann. Und das ist der OKR-Zyklus an der Stelle. Wir gehen von der Zeitschiene, gehen wir in die Unternehmensvision. Heute ist ein Zeithorizont von 3 Jahren durchaus angemessen. Früher waren es sehr viel mehr Jahre, bis hin zu 10 Jahren, aber mittlerweile ist man bei 3 Jahren angelangt, weil die Umwelt halt so komplex ist. Dann haben wir Jahresziele, die sogenannten Midterm Goals oder Moles. Und dann haben wir den klassischen OKR-Zyklus, der 3 bis 4 Monate andauert. Das heißt, wir haben die Objectives, wir haben die Key Results,
Diese werden in 3 bis 4 Monaten abgearbeitet. Dazu gehören Artefakte, wie man es von Scrum oder von agilen Arbeitsweisen kennt. Artefakte sind am Ende nichts anderes als Termine. Das heißt, es gibt ein Weekly, es gibt ein Review und es gibt eine Retrospektive und natürlich vorangestellt eine Planung zu den OKRs. Wir kommen gleich im Detail noch mal ein bisschen näher drauf. Das sind aber erstmal nur die Objective, die Ziele und die Key Results, die darauf einzahlen. Wir müssen auch gucken, wo haben wir die operative Ebene, und die ist ganz rechts angezeigt, nämlich agiles Arbeiten. Das kann Kanban sein, das kann Scrum sein. Da ist auch keine Software vorgegeben, das kann auch ein Excel-Sheet sein. Das heißt, zusammenfassend, was diese Folie angeht, was diese Grafik angeht, von rechts nach links kaskadiert alles Operative auf entsprechende Ziele. Und der OKR-Zyklus dient dazu, einmal festgelegte Ziele innerhalb des Zykluses für den nächsten Zyklus anzupassen und immer wieder zu kontrollieren, inwieweit zahlt das eigentlich auf unser Jahresziel ein. Was kann ein Jahresziel sein? Das können klassischerweise Umsatzziele sein, das können Marktanteile sein. Das kann sein, wir wollen eine Produkteinführung durchführen. Ben hatte super erzählt, Thema Viva Connections, Viva Topics oder ich jetzt mit Viva Goals. Was hat NovaCup da damit vor? Wo wollen wir in einem Jahr stehen? Soll das einen bedeutenden Marktanteil, soll das bedeutender Umsatzträger für uns sein? Das müssen wir immer wieder adaptieren und in entsprechenden OKR-Zyklen gucken, inwieweit das, was wir da gemacht haben, auf das Jahresziel einzahlt und dann natürlich auch auf die Vision, weil Viva Suite soll ja nicht nur auf das Jahr einzahlen, sondern eben auch auf die Vision, die in 3 Jahren da ist, dass NovaCup da möglicherweise einer der Keyplayer, ist er schon, aber einer der Keyplayer im deutschsprachigen Markt ist, was die M365 Microsoft-Welt angeht. Ich springe hier kurz ab und gehe einmal auch in die Live-Demo. Okay, kann das jeder sehen? Okay, perfekt. Okay. Wir sehen auch hier, wie vorhin schon gesehen, das Ganze ist in Teams integriert, und zwar hier über das Thema Viva Connections. Ich rufe Viva Goals auf. Okay. Und das, was Sie hier sehen, sind an der Stelle sind Objectives mit dem Thema Double, also verdoppele den Jahresumsatz, um profitabler zu sein und nachhaltiger zu sein als Company. Wir haben 2 Key Results. Der Umsatz soll sich von 12 Millionen auf 24 Millionen erhöhen und der Umsatz mit 9 Produkten von 12 auf 15 Millionen. Sie können beliebig viele Objective anlegen. Sie können darunter beliebig viele Key Results anlegen, sofern das innerhalb des OKR-Zyklus ratsam ist. Man spricht da ja immer von maximal 5 Key Results pro Objective und können zu den jeweiligen Objective auch noch Projekte anlegen. Das Ganze kann natürlich auch entsprechend verschachtelt sein. Wenn Sie ein Objective anlegen, das als Jahresziel dienen soll, dann können Sie hier den Zeitraum auf das ganze Jahr 2023 zum Beispiel setzen und Sie könnten hier hergehen und sagen, ich möchte ein untergeordnetes Objective hinzufügen, beziehungsweise können Sie hier auch Key Results hinzufügen oder Projekte hinzufügen auf das Objective, das Sie hier einmal definiert haben, mit dem entsprechenden qualitativen Ziel. Was Sie hier sehen, sind letztendlich die Besitzer mit den Benutzerrechten, die hier natürlich auch gegeben sind. Sie haben den jeweiligen Status, wie weit sind wir eigentlich mit den jeweiligen Objectives, wie weit sind wir mit den Key Results und wie weit sind wir mit den Projekten. Ich komme gleich noch dazu, wie Sie zum Beispiel auch innerhalb von Viva Goals Aufgaben erledigen können oder Aufgaben hinzufügen können. Und haben dann die Möglichkeit, hier eine sehr verschachtelte Struktur anzulegen auf einer Basis, die da heißt, meine OKRs. Sie können Teams OKRs anlegen oder eben unternehmensweite OKRs. Das heißt, das gesamte Framework, das das OKR bietet, kann hier in Viva Goals abgebildet werden. Wir gehen mal kurz auf ein Objective und Sie sehen hier,
Zum einen, wie ist der Fortschritt? Das heißt, inwieweit wurde schon über die Key Results auf dieses Objective eingezahlt, auf die Zielerreichung? Einmal grafisch dargestellt, das könnte auch als Tabelle sein. Hier haben Sie den Zeitraum, der beliebig auch änderbar ist. Wie ist der Fortschritt? Beschreibung, oder Sie können das auch entsprechend taggen, um dann auch hier über die Suche nach dem Objective erfolgreich zu sein. Wir gehen einmal in den Bearbeitungsmodus und gucken, dass wir hier einmal sagen können, wir können das entsprechend auch anderen Personen zuweisen. Hier haben wir die Berechtigungsverwaltung, die dann auf der Objective-Ebene läuft. Text wieder hinzufügen, Ergebnis. Sie können Teilergebnisse, das heißt, wir wollen innerhalb des festgelegten Zyklus, wollen wir Teilergebnisse bis Ende April oder bis Ende Mai sollen erreicht werden. Das heißt, Sie können auch dieses Objective granularer gestalten und Etappenziele, also Phasen hier festlegen. Der Fortschritt wird automatisch über das Roll-up von untergeordneten Elementen, in dem Fall von diesen Key Results, ermittelt. Sie sehen hier die 38% Zielerreichung, nähern sich aus dem Fortschritt dieses Key Results bzw. dieses Key Results. Wir gehen einmal in das Key Result selber rein. Ich mache mal hier alle Reiter auf. Sie haben hier, Entschuldigung, Sie haben hier die Metrik 12 Millionen Dollar auf 24 Millionen Dollar. Das entspricht der Metrik, die Sie hier eingegeben haben, die Sie aber auch entsprechend ändern können, je nachdem, was das Key Results an der Stelle hergibt. Sie können den Fortschritt manuell eingeben. Sie können das aber auch aus einer Datenquelle erfolgen lassen. Datenquelle heißt in dem Moment, wenn Sie ein externes Programm haben, Planner zum Beispiel, Projektmanagement-Programm. Sie können es auch in Excel Ihre Daten hinterlegen und dann bedient sich dieses Key Result, bedient sich automatisch der dort hinterlegten Daten, was den Fortschritt des Key Results angeht. Es gibt eine Reihe von Konnektoren, das zeige ich Ihnen gleich nochmal im Anschluss, die Sie dort verwenden können. Sie haben hier wiederum die Möglichkeit, weitere Optionen einzublenden, einem Delegierten Berechtigung verwalten, auch hier auf der Key Result-Ebene. Sie sind da sehr, sehr flexibel im Rahmen der Gestaltung, wie Sie die Key Results abbilden wollen und was dort letztendlich qualitativ dann erreicht werden soll. Sie haben hier die Möglichkeit, auch Projekte einzugeben. Projekte dann, wenn Sie nicht über externe Konnektoren gehen, haben Sie die Möglichkeit, das hier durchzuführen mit der entsprechenden Anlage von Aufgaben, die innerhalb der Projekte abgearbeitet werden sollen. Ich habe hier zum Beispiel mal das Thema Bestandskunden klassifizieren eingegeben mit einem Fälligkeitsdatum und auch hier wieder das Thema automatisch basierend auf den erledigten Aufgaben. Wir gucken uns das gleich mal an. Hier haben wir die Aufgabe und Sie sehen, hier ist noch 0%. Alles klar. Und 100% hat er automatisch erkannt und zahlt dann entsprechend auch auf die Key Results wieder ein. Was können Sie hier noch machen? Sie können zum einen natürlich Auswertungen gucken und schauen, was sind meine Ziele? Welche sind überfällige Ziele? Sie können hier völlig individuell Filter hinzufügen, auch entsprechend speichern. Der Feed, was wurde gemacht? Benutzerverwaltung, Teams anlegen. Sie haben hier KPIs, das heißt als Dashboard, was ist hier geschehen? Hier hatten wir von 12 auf 15 Millionen. Da ist entsprechend schon ein Fortschritt passiert. Sie haben hier dazugehörige Projekte, sofern Sie welche erfasst haben. Dashboard. Sie könnten hier hinzufügen eines Updates, die Artefakte,
Das heißt, das, was Sie in dem OKR-Review oder in der OKR-Retrospektive an Daten erfasst haben, das können auch Links sein hin zu Boards, wo Sie entsprechende Retro-Methoden durchgeführt haben, dass Sie das auch entsprechend hier dokumentiert haben. Was Sie sehen in Summe bei Viva Goals ist die Abbildung des gesamten OKR-Frameworks auf eine sehr komfortable und einfache Weise mit einer Reihe von Konnektoren, die Ihnen da die Arbeit erleichtern, wo Sie selber schon Bestandssoftware haben, Bestandslösungen haben, wenn es um das Thema Projektmanagement geht und dass Sie es dann hier einfließen lassen können und Sie haben durch die Berechtigungsvergabe bzw. durch die Anlage von Teams oder auch persönlichen OKRs haben Sie dann die Möglichkeit, wirklich das, was wir vorhin gesehen hatten, dem Bedürfnis nachzukommen, dass man wissen will, was ist mein Beitrag zu der Erreichung von Strategien und Zielen und welche sind das überhaupt? Das heißt, hier haben Sie eine entsprechende Transparenz mit Einbindung über Viva Connections oder über entsprechende Tabs in Teams dann auch, dass Sie das auch dort übersteuern können. Okay. Dann würde ich hier das Teil mal wieder beenden. Was in dem Kontext wichtig ist, was wir eben schon in aller Kürze gesehen haben, ist das, was wir unter Outcome und Output verstehen. Output ist das, was wir am Ende an Task haben, was in Planner, in Excel, Azure DevOps, was auch immer als Task angegeben wird, ist der Output, der dann eben auf den Outcome einzahlt, sprich hier auf die Key Results und damit natürlich auch auf die Objections. Also was wird gemessen? Das berühmte Thema KPIs. Welche KPIs kann ich verwenden? Die KPIs, die in den Key Results verwendet werden, respektive das, was an Zielerreichung im Bereich der Outputs erreicht wird. Nochmal kurz zusammengefasst, was ist der Business Value eigentlich von Viva Goals? In letzter Konsequenz ist es ein wesentlicher Vorteil, dass Viva Goals in die M365-Welt integriert ist. Das heißt, Sie haben hier One Fits All, komplette Abbildung des OKR-Frameworks und Sie haben keine erhöhten Kosten, weil Sie nicht mit verschiedenen verteilten Systemen arbeiten müssen. Und da wir hier ja auch immer darüber reden, dass wir heterogene Teams haben, die sich immer wieder neu zusammensetzen, entfallen entsprechende Aufwände für Schulung und Neueinarbeitung. Das ist ein wesentlicher Faktor. Integration, auch Kommunikation in Teams haben wir gesehen, wir haben die ganzen Konnektoren und hier der Punkt, wie Strategie und Operation zusammenfinden und das ist an der Stelle einfach letztendlich der Punkt, der wichtig ist. Wir haben die Strategie, wie eingangs erwähnt und wir haben jetzt auch das nötige Tool dazu, um hier über den Bereich Operations Strategien nicht nur für die Schublade oder für die PowerPoint-Präsentation zum Leben zu erwecken, sondern hier wirklich auch daran zu arbeiten und die Mitarbeitenden mit auf den Weg zu nehmen und das Management, dass alle erkennen, worauf arbeitet eine Organisation an der Stelle eigentlich wirklich hin. Hier haben wir nochmal das Thema der Integration in Viva Goals. Sie sehen, suchen Sie sich dasjenige Tool aus oder die Integration aus, die für Sie in Frage kommt. Es kommen laufend welche dazu, dass Sie dort wirklich sehr, sehr unabhängig arbeiten können und keine zusätzlichen Investitionen haben. Auch an der Stelle Voraussetzungen für Viva Goals, eine gültige Microsoft-Lizenz. Ja, wie Ben schon gesagt hat, im Gegensatz zu Topics und zu Connections kann aber Viva Goals auch als Web-Anwendung, als Standalone-Anwendung existieren. 5,60 Euro pro User pro Monat oder eben auch an der Stelle als Bestandteil der Viva Suite. Von meiner Warte war das der kurze Abriss in die Welt von Viva Goals und von OKR und bedanke mich und ja, jetzt kommen wir zu den Fragen.